Vielen Dank, liebe Freunde. Und ich möchte nun eine kurze Skizze des Inhaltes vorbringen. Ja, es gibt 7 Punkte. Erstens die Einleitung. Zweitens provozierende Fragestellungen. Drittens empirischer Teil. Ganz kurz. Viertens, warum überhaupt ganzheitliche Gerechtigkeit? Fünftens, welche ethischen Prinzipien brauchen wir heutzutage? Und sechstens, Praxis, ja, Handeln. Und zum Schlussbemerkungen, habe ich ein paar Schlussbemerkungen auch mitgebracht. Liebe Freunde, ich möchte meinen geistlichen Impuls mit dem Wort Gottes beginnen. Der Brief von Heiligen Paulus an die Kolosser, Kapitel 1, Vers 15 bis 16. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Ja, und nun möchte ich ja die Einleitung, ein Gebet für die Mutter Erde. Wir beten nun. Mutter Erde, geheiligt werde deine Fruchtbarkeit, deine Harmonie komme. Dein schöpferischer Wille komme, wie in Afrika, so in der ganzen Welt. Schenk uns unser tägliches Brot und Bio-Nahrung heute und vergib unsere zerstörerischen Entwicklungen gegen dich und die Armen. Und führe uns nicht in mehr Habgier und Egoismus, sondern erlöse uns von mehr Umweltkatastrophen und Unsicherheiten. Amen. Und zweitens gehe ich gerade von provozierenden Fragestellungen. Ja, aber vorher möchte ich zum Beispiel sagen, die wichtige fundamentale Horizonte meines Impulses. Es geht um Horizont der Schöpfung, der Hoffnung, des Glaubens, der Liebe, der Verantwortung und der Solidarität. Zu besinnen, aber auch zu handeln. Rational, warum überhaupt dieses Vortrages oder diese Besinnung? Tatsächlich, liebe Freunde, das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen und für alle. Es gibt ein afrikanisches Wort oder Weltanschauung, der sagt, ich bin, weil wir sind. Ich bin, weil wir sind. Ohne dich bin ich nichts und ohne mich bist du nichts. Klimaerwärmung über 1,5 Grad ist eine Realität und eine große Gefahr für uns alle. Wir alle sind nun nach COP26 im November in Glasgow angerufen, sich der Notwendigkeit bewusst zu werden. Das heißt, Verantwortungsbewusstsein. Änderungen im Leben, innere Revolution im Leben,
in der Produktion und im Konsum vorzunehmen und um diese Erwärmung oder zumindest Erwärmung oder wie immer die menschlichen Ursachen, die sich hervorrufen und verschärfen, zu bekämpfen. Das größte Dilemma des Homo sapiens, des Homo-Konsumerismus, ist Habgier. Das heißt, wir sind jetzt am Homo idioticus verwandelt worden. Und nun möchte ich ein paar destruktive Modelle, Charakteristika der Umweltzerstörung. Erstens, der Mauscharakter oder Eigenschaft des Menschen. Schüchternheitssyndrome, so der Maus. Zweitens, der Schraus-Charakter oder Eigenschaft des Menschen. Weg vom Realität. Und immer wieder, was geht mich an? Oder in Österreich, was geht mir an? Was geht mir an? Drittens, der Affe-Charakter oder Eigenschaft des Menschen. Einfach nervös, nicht stabil, hin und her. Viertens, der Löwe-Charakter oder Eigenschaft diesbezüglich Umweltzerstörung, immer gegen den anderen, nur eigene Interesse suchen. Und viertens, der Chamäleon-Charakter oder Eigenschaften des Menschen. Konstante Änderungen und Farben. Zweitens nun, provozierende Fragestellungen, liebe Freunde. Wie eigentlich ist unsere Beziehung, unsere geistliche Beziehung, bezüglich die Gerechtigkeit des Wassers, der Erde, des Energieverbrauches, der Luft, Sauerstoff? Was halten wir vom Leben nach Naturgesetzen? Was für eine Welt wollen wir überhaupt? Was sind die Effekte unserer extreme anthropozentrik, biozentrik, kosmozentrik Weltanschauungen und Ideologien? Welche glaubwürdige geistliche, spirituelle, ethische Impfungen, metaphorisch Impfungen brauchen Klima, braucht Klimawandel, nicht AstraZeneca, nicht Moderna, nicht Pfizer, sondern metaphorisch, was braucht die Erde heute von mir und von euch, liebe Freunde? Wie kann Laudato Si überhaupt das Software und Hardware des Klimawandels sein werden? Und warum ist die Welt nun schon auf der Kippe, Extremwetter, Wassernot und so weiter? Glauben wir, dass wenn gute Menschen nichts tun, vermehrt sich die Bosheit, das Klimawandel, das Elend der Umwelt? Glauben wir an was Albert Einstein gesagt hat, dass dieser Welt wird der zeitigen Christenzustand nicht überwinden, wenn die Denkweise bleibt hält, die diese Situation hervorgebracht hat. Drittens, empirischer Teil. Ich möchte nicht so tief einfach dorthin gehen. Ich lese Ex Libris. Ökologische Ungerechtigkeit und Risiken, gesundheitliche Risiken, negative Auswirkungen auf Trinkwasserressourcen und Wasserversorgung, die Krise der Wasserkraft und damit verbundene Herausforderungen, negative Auswirkungen auf Naturschutzgebiet und so weiter. Viertens, warum ganzheitlicher Gerechtigkeit? Warum überhaupt? Ja, ganzheitlicher Gerechtigkeit brauchen wir als
ökologische Tugend am jeweiligen Fassungsvermögen orientierte Gerechtigkeit hinsichtlich ökologischer Güter, des ökologischen Nutzens und ökologischer Chancen, am Verhalten orientierte Gerechtigkeit hinsichtlich ökologischer Güter, des ökologischen Nutzens und ökologischer Chancen, an der Gleichheit orientierte Gerechtigkeit hinsichtlich ökologischer Güter, des ökologischen Nutzens und ökologischer Chancen. Fünftens, welche fundamentale ethische Prinzipien für eine glaubwürdige Umweltschutz überhaupt heute? Wir brauchen die folgende, liebe Freunde. Achtsamkeit. Wir brauchen Vertrauen. Wir brauchen Verantwortungsbewusstsein. Wir brauchen Herzlichkeit. Lebensfreude. Ja, in Afrika die lächelnde und zufriedene Kinder, arme Kinder in Afrika, die Schokokinder, immer mit großen Augen. Nicht so wie in abendländischen Ländern, die immer die Kinder sind so jammern und jammern auf höchstem Niveau. Zufriedenheit, Lebensfreude, Leiterschaft, Qualität, Demut, Disziplin für Naturressourcen, Vorbildlichkeit, nicht Wein trinken und Wasser predigen, nicht Sekt trinken und Wasser predigen, für Umweltschutz, Loyalität als eine neue globale Währung bezüglich Umweltschutz, Offenheit, Ethos und Ethik, Leidenschaft, Klugheit sind fundamentale geistliche und ethische Werte, die man nicht auf dem Supermarkt kaufen. Gemeinsam die Samen des Wandels legen. Wieder, ich bin, weil wir sind, sagt man in Afrika. Und die heilige Hildegard von Bingen hat gesagt, betrachte die Sonne, sieh den Mond und die Sterne, erkenne die Schönheit der Natur und denk. Sechstens, praktischer Teil oder Praxeologie nach dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 8, Vers 1 bis 4. Praxeologie. Erstens, handeln, nicht Wein trinken und Wasser predigen. Wir brauchen vom Kampf zum Herzen. KCD, was kann KCD tun auf der individuellen und kollektiven Ebene? Und nun möchte ich sagen, es gibt eine Legende, ganz wichtig, vielleicht Sie kennen sie. Eines Tages, so erzählt eine indische Legende, brach ein riesiger Waldbrand aus. Bestürzt und ohnmächtig seien die Tiere dem Wuten des Feuers zu. Allein der kleine Kolibri machte sich zu schaffen und flog immer wieder, um ein paar Tropfen Wasser zu holen, die er aus seinem Schnabel auf die Flammen fallen ließ. Nachdem das Gürteltier seinem unsinnigen Treiben einige Zeit zugesehen hatte, rief es ihm zornig zu. Hey, Kolibri, bist du eigentlich noch ganz bei Trost? Mit deinen paar Tropfen Wasser willst du dieses Feuer niemals löschen. Daraufhin blickte ihm der Kolibri geradewegs in die Augen und sagte, kann sein, aber ich tue, was ich tun kann. Und für mich, KCD, ich als Pater Dr. Aidan, ich tue, was ich kann.
Ich kann nicht mega tue. Ja, das ist diese Legende, Kolibri. So, wir sollen auch Kolibri werden, kleine Kolibris. Ja, KCD auch möchte 4 Millionen Bäume, 4 Millionen Lungen der Welt. Bäume sind die Lungen der Welt. Herum am Fuße des Kilimanjaros in 3 Jahren einpflanzen. Das ist, was möchte ich praktisch. Und nicht nur Wein, Sekt trinken, bla, 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 wie in Glasgow, sondern was kann ich tun als ein Kolibri? 4 Millionen Bäume herum am Fuße des Kilimanjaros. Aber auch Partnerschaften, Netzwerken, ganz wichtig, ganz wichtig. Schlussbemerkungen. Zum Schluss. Den neuen Himmel und die neue Erde vorbereiten. Wir sind in der Adventzeit. Und das Thema, den neuen Himmel und die neue Erde vorbereiten. Erstens, Sensibilität für die Umwelt muss von einer spirituellen Ökologie begleitet sein. Einer Mystik. Mystik, die uns beseelt und die unseren Handeln in Einklang mit der Natur Sinn verleiht. Zweitens, die Schöpfung hat tatsächlich einen sakramentalen Charakter, der weit über die Nützlichkeit hinausgeht und uns einlädt, anstelle von Beherrschen kontemplative zu sein, nämlich die Welt nicht von außen, sondern von innen her, mit Dankbarkeit. Ich wiederhole, mit Dankbarkeit und Demut zu sehen. Also, es geht nicht nur darum, die Natur zu resakralisieren, sondern es geht nicht darum, die Natur zu resakralisieren in einem magischen und animistischen Sinn, sondern sie mit kontemplativen Augen zu betrachten, in ihr den Schöpfer zu entdecken und zu fühlen, dass wir sind selber die Erde, dass wir selber die Erde sind. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke.